Mal nicht voll getroffen. Beim zweiten Mal hat Wilander den Gleichstand geschafft. Zweite, ganz unreingeschlagene Ball hätte er noch werden sollen. Und Einstand. Wessel antwortet, so selbstbewusst wie es seinem Spiel entspricht am heutigen Tag mit einem Mann. Nächste Chance zu 3:3. Wieder ein Winner, ganz exakt im Sech. Ganz hart serviert. 3:3. Interessanterweise kein Break gewesen im dritten Satz. Schöne Studie. Haben Sie gesehen, dass auch noch Schnitt dabei war? Leitaufschlag, trotzdem unerhört hart. 3:3, beide kämpfen um ihren fünften Grand Slam Titel. Jeweils Paris, dann noch zweimal Australien, Wessel zweimal New York. Sehr selten, dass er in der Lage ist, mit dem ersten Volley den Punkt zu machen, aber er macht, wenn er vorkommt, zumindest mal weniger Fehler, den Punkt erfragt. Einer der perfekt gespielten Bälle, die Ivan Lendl eben die Führung bis jetzt verdient gebracht hat. Wilander schlägt zurück. Greift an. Jetzt greift er. Jetzt geht er nach vor. Einstand.
Avantage Ende. Das vierte aus dem richtigen Moment. Die Leute hier, die beiden Spieler schon gestört mit ihrem Beifall, gleichermaßen gestört, also volle Anerkennung für den sicher herausgespielten Punkt von Wilander. Großartig, dass Lendl den Volley noch erreicht hat, der zweite natürlich viel zu genau gesetzt und abermals Gleichstand in diesem so kämpfen. Vorteil für Wilander. Lendl wurde zusehends ungeduldiger, wollte diesen Punkt einfach. Und dabei der Schlag im Kopf. Breakball zum 5:3. Und jetzt ist es gelungen. Jetzt ist das erste Break Wirklichkeit in diesem dritten Satz und es ist ein Break zugunsten von Mats Wilander. Und das Publikum ist richtiggehend explodiert in diesem Moment. Sein Favorit hat jetzt die Chance, beim übernächsten Game spätestens mit eigenem Aufschlag einen Satz zu gewinnen. Lendl, der mit 2:0 Sätzen führt, sieht jetzt mit 3:5 im dritten Satz den Nachteil. Und damit haben wir zwei Satzfälle für Mats Wilander. Erlauben Sie, meine Damen und Herren, dass ich zusammenfasse, weil wir uns in Kürze verabschieden müssen. Wir wollten auf alle Fälle aber diesen zweiten, dritten Satz noch fertig übertragen, falls er jetzt zu Ende ist. Ja, das
Esperanza hat sich enorm gesteigert. Vielleicht Mendler ein bisschen schon zu selbstsicher. Wir verabschieden uns jetzt sehr schnell, verweisen auf die nächste Sendung. Das Spiel ist wieder offen geworden. Und nicht mehr auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, aus Paris. Silence, je vous prie. Thank you.
Tiger i däck. Premier jeu, quatrième. Silence, je vous prie. Thank you.
Teller dann wieder ja wegschneiden, dass ich das fertig mit esse, sondern jetzt werden Sie mir fragen, wieso Gericht im Römertopf und dann geben wir es in die Pfanne rein. Durch das langsame Anbraten an beiden Seiten, wobei ich später dann auch Butter dazu gebe, bewirke ich einen natürlichen Bratensatz, der braun wird. Gentlemen, par 3-2. La partie continue. Il y a la pluie augmentant, la partie est momentanément suspendue.